Radio trifft Politik. Der VNet-Podcast zur Audiozukunft mit José Nasiandi. Hallo zusammen, wir reden über die Zukunft des Privatradios in Deutschland. Darum geht es in unserem Podcast. Wir wollen immer wieder mit wichtigen Menschen, Politikern, Entscheidern zu diesem Thema reden. Ich freue mich deshalb sehr, dass Thomas Hacker Zeit heute für uns hat, der medienpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Obmann im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien. Guten Tag, Herr Hacker. Grüße sehr, Nasiandu. Vielleicht zum Verständnis, wir unterhalten uns gerade miteinander, wir sind aber in ganz weit entfernten Städten voneinander. Ich in Düsseldorf, Sie in Berlin. Wo erwische ich Sie gerade? Ich bin in meinem Büro im Umfeld des Deutschen Bundestages. Wir haben ja nicht alle die Gnade, direkt neben dem Plenarsaal sitzen zu dürfen. Deswegen bin ich in einem etwas weiter entfernt gelegenen Gebäude. Vielleicht zuerst die Frage, hören Sie überhaupt Privatradio? Und wenn ja, welches? Natürlich höre auch ich sämtliche Sender. Das sind die öffentlichen Rechtlichen dabei, das sind aber auch die Privaten dabei. Ich komme aus einer Stadt, die am Roten Main liegt. Unser Lokalradio heißt deswegen auch Mainwelle. Und für die ganz aktuellen Informationen aus der eigenen Heimatstadt, aus der Region, ist das immer die erste Quelle, die man hört, wenn man wieder zu Hause ist und dann vom Zug die letzten paar Meter mit dem Auto zurücklegt. Die Radio Mainwelle 104.3, glaube ich. Wenn Sie das so sagen, dann wissen Sie wieder mehr Details als ich. Aber sie hat immer sehr hohe Verteilfrequenzen, also Reichweiten. Die Hörer schätzen unser Lokalradio in Bayreuth sehr. Wir wollen ein bisschen in Ihre Vita gucken. Geboren in Bayreuth, ausgebildeter Kaufmann, später Betriebswirtschaftslehre studiert. Sie waren einige Jahre lang Mitglied des Bayerischen Landtags, dann auch Mitglied im Bayreuther Stadtrat, sitzen seit 2017 im Bundestag für den Wahlkreis Bayreuth. Deshalb die Radio Mainwelle 104.3 aus Bayreuth. Und bei welcher Gelegenheit? Also Sie sagten eben schon, wenn Sie im Zug sitzen oder nach Hause fahren, auch unter der Dusche und so? Oder also morgens dann? Oder? Nein, also immer wieder dann, wenn man vor allem unterwegs ist. Zu Hause ist das Programm an Radio und an Fernsehen eher sehr eingeschränkt, weil wir doch einen sehr engen Zeitplan haben. Im Büro läuft auch kein Radio hier in Berlin, sondern das ist eher in den Zeiten, in denen man unterwegs ist, in denen man bewegt ist, in denen man zu den Terminen eilt. Es gibt so drei Themenbereiche, über die ich mich in den nächsten Minuten mit Ihnen unterhalten möchte. Da geht es einmal um das Thema Werbeverbote im Privatradio, dann um die Frage, welche Rolle sollen die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft spielen, also die Neuausrichtung, die Reform, die ja ansteht und auch die Frage, wie soll Radio in Zukunft verbreitet werden. Wenn Sie da noch was zu ergänzen haben, sehr gerne. Erstmal die Frage an Sie, für wie wichtig halten Sie Privatradio in Deutschland? Extrem wichtig. Wir haben ja einen pluralistischen Staat, der auch darauf angewiesen ist, dass es Meinungsvielfalt gibt, dass es unterschiedliche Positionen gibt, die gegeneinander arbeiten, die miteinander arbeiten, die zu Diskussionen anregen. Und da haben wir auf der einen Seite einen öffentlichen Rundfunk, den der Staat auch protegiert, auch mit für die Finanzierung sorgt. Und da brauchen wir aber genau das Gegengewicht dazu. Das sind die privaten Medienunternehmen, die privaten Radios. Beides ist Teil unserer Medienlandschaft und beides ist wichtig. Wenn eins davon wegfallen würde, würden wir Pluralismus verlieren, würden wir Vielfalt verlieren, würden wir journalistische Recherche verlieren, würden wir Informationen verlieren und das gilt es zu vermeiden. Also ich höre daraus, das sind zwei sich ergänzende Systeme, öffentlich-rechtlich und privat, gar nicht so sehr konkurrierend. Wir sprechen ja von der dualen Medienlandschaft, in dem wir zwei gleichberechtigte Blöcke haben. Und da muss man natürlich auch darauf schauen, dass beide ihre Existenzmöglichkeit haben. Nicht nur die Berechtigung, die haben sie automatisch, aber auch die Möglichkeit. Über die Frage, wie genau inhaltlich öffentlich-rechtliche und auch private sich ausrichten könnten, lassen Sie uns gleich nochmal reden. Ich habe erstmal so ein bisschen die übergeordnete Frage an Sie, was Sie glauben, wie wir so in 10, 15 Jahren, also werden wir erstmal überhaupt Radio hören? Und wenn ja, wie? Was wird sich da ändern im Vergleich zu jetzt? Vielleicht ist das Radio auch ganz nah an der Entwicklung der Fernsehsender, die wir erlebt haben in den letzten vielleicht 10 Jahren. Also dieses, ich sende
etwas und genau in dem Moment kommt es beim Empfänger an und wird vom Empfänger wahrgenommen. Das wird mit meiner Generation spätestens, ich bin Mitte 50, ausgestorben sein. Also alles, was linear zu den Menschen kommt. Das heißt, auf der anderen Seite wird von den Hörerinnen und Hörern mehr Audio on Demand da sein und da werden gut gemachte Sendungen gehört werden. Allerdings nicht mehr das, was gerade im Programm ist, sondern sehr selektiv aus dem Programm herausgesucht von den einzelnen Konsumenten. Und das hängt mit der technologischen Entwicklung zusammen. Das hängt damit zusammen, dass sich unsere Lebensgewohnheiten sehr stark geändert haben. Das hängt aber ganz klar damit zusammen, dass die junge Generation mit iPhone, iPad oder neutral mit all den elektronischen Geräten, mit denen wir durchs Leben, die unser Leben auch immer mehr bestimmen, dass man damit aufgewachsen ist. Das heißt, das lineare Programm ist im Aussterben begriffen. Das ist meine Prognose und beim Fernsehen sehen wir es ja schon, dass das lineare Programm nur noch von der Generation 50 plus mehrheitlich gesehen wird. Alle anderen streamen, alle anderen suchen sich die Punkte raus, die sie anhören wollen, anschauen wollen. Privatradio refinanziert sich ja sehr stark, überwiegend über Werbung. Deswegen würde ich gerne zumindest kurz mit Ihnen über das Thema reden, das im Moment in der Branche sehr, sehr viele Menschen bewegt. Es gibt da einen Gesetzesentwurf von Bundesernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der verhindern will, dass Kinder allzu sehr mit Werbung für zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel in Kontakt kommen. Das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Wir haben in Deutschland ein Problem mit vielen oder zu vielen übergewichtigen Kindern. Der Punkt ist, schaut man sich den Gesetzentwurf genau an, dann stellt man fest, faktisch soll Werbung ja für alle verarbeiteten Lebensmittel in den Medien verboten werden. Und zwar für die Zeit von 6 bis 23 Uhr, praktisch für den ganzen Tag. Was halten Sie davon? Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, bei den Verhandlungen, dass wir die Werbung reduzieren für Sendungen, die sich direkt an Kinder richten. Es gab keine Einigung darauf, dass das quasi rund um die Uhr stattfindet und in allen Programmen. Deswegen geht der vorgelegte Gesetzentwurf, und es ist ja erst nur mal ein Vorschlag von Cem Özdemir, weit über das, was bisher in der Koalition vereinbart ist. Das Ziel teilen wir. Allerdings das Instrument, über ein Werbeverbot dafür zu sorgen, dass Kinder weniger extrem zuckerhaltige Lebensmittel, Süßigkeiten zu sich nehmen, das bezweifeln wir. Wir haben erlebt, Werbeverbote für Nikotin, für Zigaretten, für Tabak. Es gibt immer noch genug Raucher. Wir wissen, dass der Alkohol, selbst auch Bier im regelmäßigen Genuss, im Übergenuss, Schäden für unsere Gesundheit verursacht. Da geht es eher um die Aufklärung, um das Bewusstsein schaffen. Da geht es um Maßnahmen, gerade auch für junge Familien Informationen zu geben. Oft sind es ja die Eltern, die erreicht werden müssen für gesunde Ernährung, für ausgewogene Ernährung. Da gibt es Programme in den Schulen. Da wird viel getan. Das ist der richtige Weg. Das Werbeverbot in so einer großen Breite, es ist ja auch ein Informationsgebot, also über Angebote informieren. Das erachten wir als überzogen. Im Ziel der Maßnahme, das Ziel teilen wir, aber das Instrument, das im Moment gewählt wird, erachten wir nicht als schlagkräftig, wenn es so ausgestaltet würde, wie von Cem Özdemir vorgegeben. Also Werbeverbote als solche beheben erfahrungsgemäß die Probleme, die dahinter stehen, nicht. Unter Ziel verstehen wir beide jetzt, nur dass wir da über die gleichen Dinge reden, dass Sie sagen, Kinder sollten tatsächlich jetzt nicht rund um die Uhr bombardiert werden mit irgendwelchen Konsumangeboten für zuckerhaltige Lebensmittel oder Getränke. Jetzt, wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, richtet sich das aber an Produkte, Formate, Fernsehsendungen und Sender, die gezielt Kinder ansprechen und nicht allgemeine Sendung und Radiosender und so weiter. Das ist auch etwas, was Sie kritisieren. Genau, darauf, wie Sie es jetzt beschrieben haben aus dem Koalitionsvertrag, dass es in einem gewissen Umfang stattfindet, das Ausbleiben der Werbung, das Nicht-Bewerben-Dürfen, das haben wir vereinbart, aber in der Massivität, wie es jetzt vorgeschlagen ist, quasi aus allen Bereichen des Rundfunks, des Fernsehens zu verbannen, die Süßigkeiten, das halten wir wirklich als überzogen.
Ja, und auch nicht zielführend, wenn man das grundlegende Problem lösen will. Da braucht man andere Maßnahmen. Da könnte Cem Özdemir auch sehr viele Maßnahmen auf den Weg bringen. Der Haushalt des Bundeslandwirtschaftsministers ist ja auch entsprechend groß. Jetzt fällt eine Sache auf, Herr Hacker. Sie sind Mitglied der FDP, sitzen für die FDP im Bundestag und die FDP regiert ja mit. Das ist ja Ihr Koalitionspartner, der Herr Özdemir, die Grünen. Wie reden Sie darüber? Wie offen kommunizieren Sie das? Ja, das kommunizieren wir natürlich intern in den Gremien offen, wenn es präsentiert wird oder wenn Gesetzentwürfe, die Positionierung der Grünen darstellen, wenn die nach außen gelangen, dann nehmen wir auch öffentlich dazu Stellung. Wir haben einen Koalitionsvertrag, dort wurde vereinbart, in welchem Rahmen Werbeverbote denkbar sind. Und daran muss sich auch ein Bundesministerium, ein Bundesminister halten. Alles andere, wenn er die eigene Kreativität walten lässt, muss er das vorher in der Koalition besprechen, vorher mit den Koalitionspartnern durchdiskutieren. Wenn er das nicht macht, muss er die öffentliche Kritik an seinen Vorschlägen auch ertragen. So, und das hat er nicht getan, mit Ihnen vorher reden. Was hat ihn denn geritten? Oder was ist da, wie erklären Sie sich das denn? Ja, aber da müssen Sie doch das Gespräch mit ihm suchen. Das kann ich doch. Ich kann nur nicht rein interpretieren, was im Kopf von Cem Özdemir mir vorgeht, wenn er das eine tut oder das andere unterlässt. Koalition heißt Kompromisse eingehen, miteinander um die besten Lösungen ringen. Das sollte man intern tun. Wenn man die Öffentlichkeit sucht, muss man damit leben, dass die öffentliche Diskussion dann auch innerhalb oder durch die Koalitionspartner hochkocht. Ist so ein Werbeverbot auch für elektronische Medien überhaupt, ich meine, Rundfunk ist ja Ländersache. Ist das überhaupt vom Bund regelbar? Wie schätzen Sie das ein? Ja, also die Kommentare aus den Ländern waren natürlich auch entsprechend. Die Rundfunkkommission der Länder, Heike Raab als Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz und Vorsitzende dort, hat schon vehement darauf hingewiesen, dass hier sehr stark in Länderkompetenzen eingegriffen würde, wenn das denn so Häme. Also die Irritationen über den Özdemir-Vorschlag sind nicht nur bei der FDP groß. Reden wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Herr Hacker, und über die anstehende Reform oder die Reformen. Ich weiß, das ist ein Thema, mit dem sich auch die FDP schon länger beschäftigt. Der nächste Reformschritt, der jetzt ansteht beim Öffentlich-Rechtlichen, das ist die vierte Änderung des Medienstaatsvertrags. Da geht es um Compliance, um Transparenz beim Öffentlich-Rechtlichen. Da hat auch VNet an den Beratungen teilgenommen. Alle reden darüber, wie das System verändert oder reformiert werden könnte. Es gibt ein paar Fehlentwicklungen. Einige würden sagen, da wurde Speck angesetzt. Oder wie würden Sie die Frage oder die Aufgabenstellung definieren? Was muss sich da ändern? Sie meinen jetzt, der öffentliche Rundfunk hat zu viele Süßigkeiten gegessen. Vielleicht. Also der Reformbedarf ist ja jetzt nicht neu. Wir haben in den letzten 12 Monaten erlebt, wie Diskussionen davon galoppieren, wenn Fehlverhalten Einzelner zeigt, dass es im System die Möglichkeit für dieses Fehlverhalten gibt. Deswegen, was Sie gerade angesprochen haben, was jetzt im Änderungsstaatsvertrag kommen soll mit Compliance-Regeln, mit Verbesserung der Aufsicht, Verbesserung auch was die Qualifizierung der Aufsicht angeht. Wir haben ja immer Verwaltungsräte, wir haben Rundfunkräte, wir haben Medienräte und da sitzen Menschen aus der Breite der Gesellschaft drin im öffentlichen Rundfunk, auch aus den Parlamenten. Aber durch diese Vielfalt soll auch die Verankerung des öffentlichen Rundfunksystems in der Gesellschaft deutlich gemacht werden. Jetzt kann man darüber reden, wie die Auswahl von den entsendenden Gruppierungen der entsandten Personen denn tatsächlich erfolgt, ob es da immer um die Qualifikation auch in einem komplizierter werdenden Medienumfeld wird. Und da ist die Erkenntnis wohl jetzt endlich auch angekommen, dass wir hier eine vielleicht Verkleinerung der Gremien, aber vor allem eine bessere Qualifizierung der Gremien brauchen. Hauptproblem bei den Reformen des öffentlichen Rundfunks, immer das, was wir gerade verändern oder was die Länder gerade verändern, auch das ist ja Länderhoheit, das ist immer das, was vor 2 oder vor 4 Jahren diskutiert wird. Aktuelle Entwicklungen, die wir gravieren, werden dann erst in 2 oder in 4 Jahren wieder aufgenommen und in der Lösung sein. Und nach dem Fall des RBBs, mit Patricia Schlesinger als Intendantin, die dann ja auch auf Druck von vielen zurückgetreten ist, haben sich auch die Reformvorschläge aus den einzelnen Sendern des Rundfunks potenziert und ist fast eine Lawine losgetreten worden. Und das ist das, was wir diskutieren müssen. Was ist der Auftrag des öffentlichen Rundfunks?
wie wird dieser Auftrag erfüllt? Die Politik kann entscheiden, ob es ein nationales Programm, nationalweites Programm oder zwei. Momentan haben wir ARD, ZDF. Wie hoch ist der Informationsanteil? Wie ist das Zusammenspiel der Dritten? Brauchen wir alle Sender, die es momentan noch gibt, auch die Kleinstsender? Ich denke da an das Saarland, ich denke da an die Hansestadt Bremen, wo es für eine kleinste Bevölkerungsanzahl immer noch eigene Strukturen, eigene Intendanten, eigene Verwaltung gibt. Da muss man ran, denn der öffentliche Rundfunk braucht seine Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit erreicht er durch gute journalistische Arbeit, durch Informationen. Alles andere, was über die Jahre dazugekommen ist, auch die Unterhaltungsprogramme, auch das Mitbieten bei extrem teuren Sportprojekten, alles das behindert es eher. Glaubwürdigkeit erreicht der öffentliche Rundfunk durch Selbstbeschränkung. Und die muss auf den Weg gebracht werden. Okay, Sie haben da ganz viele Punkte angesprochen, auch ganz viele Fragen aufgeworfen. Ich bin ja eher an den Antworten interessiert, die Sie dazu geben hätten. Denn einen Punkt würde ich gerne aufgreifen, nämlich was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn eigentlich leisten? Also braucht es Formate wie Dschungelcamp auch beim Bayerischen Rundfunk oder reicht das nicht auch bei den Privaten zum Beispiel oder Let's Dance? Also was erwarten Sie denn, wie sieht denn das Aufgabenfeld eines öffentlich-rechtlichen Angebots aus? Fangen wir damit mal an. Ja, also beide Formate, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, würde ich ja eher zur Unterhaltung zählen. Der Kernauftrag des öffentlichen Rundfunks ist aber die Information, ist die Kultur, ist die Bildung. Das legitimiert auch dieses Gemeinwohlorientierte, das legitimiert auch das Beitragssystem, das wir in der Bundesrepublik implementiert haben. Dass unser System so kompliziert ist, ist ja aus der eigenen Vergangenheit entstanden, aber aus dieser komplizierten System, aus der Länderhoheit und aus der fehlenden tatsächlich Konzentration auf den Kernauftrag ist in den letzten Jahren das entstanden, was wir als Freie Demokraten kritisch sehen. Die 85. regionale Krimisendung, das ist immer schön, wenn der eigene Heimatort mit einer eigenen Krimiserie bedacht wird. Ich weiß, dass die Privaten da genau ähnliche Angebote auch haben, aber das ist es gut. Die machen es ja auch für den Markt und nach dem Markt. Aber der öffentliche Rundfunk funktioniert ja immer nach anderen Kriterien, nicht so sehr nach dem Markt, sondern wo kann ich jetzt welche Region oder wo muss ich die noch mit abdecken? Also hier tatsächlich eine Konzentration im Unterhaltungsbereich, eine Reduktion damit natürlich auch der Angebote, mehr Nachrichten, mehr Informationssendung ins Hauptprogramm. Auch das ist eine Forderung, die wir haben und nicht bei Phoenix oder bei Dreisat in Nebensendern abgelegt, weil der Auftrag, der Kernauftrag des öffentlichen Rundfunks, Kultur, Information, Bildung, der muss in den Kernfernsehzeiten auch angeboten werden, weil ansonsten sind es Feigenblätter, die hier vorangestellt werden. Also Reform ist immer noch nötig. Auch der aktuelle Medienänderungsstaatsvertrag wird uns nicht auf die Höhe der Zeit bringen. Da ist die Diskussion in dem Politikbetrieb, in den Ländern natürlich schon viel weiter zwischenzeitlich. Also ich bin jetzt mal ketzerisch. Das heißt, Sie sagen, es braucht diese ganzen Schlagerwellen nicht im öffentlich-rechtlichen Radio. Naja, alles das, was Private anbieten können, sollen auch die Privaten anbieten. Ich muss Helene Fischer Show vielleicht auch nicht im ZDF anbieten, wenn das hohe Produktionskosten verursacht, sondern da muss ich sehr genau entscheiden. Es gibt ja viele Dokumentationen, auch in letzter Zeit teilweise auch in den sozialen Medien, wenn ich mal Programme anschaue mit zur Weißen Rose etc., wo wirklich ja Dinge aufgegriffen sind, die gut und richtig sind, wo wir auch den glaubwürdigen Beitrag des öffentlichen Rundfunks von den Menschen draußen wahrgenommen brauchen und behalten wollen. Aber alles, was außenrum ist, soll nicht abgeschafft werden, aber es soll deutlich fokussierter präsentiert werden und die Zusammenarbeit zwischen den Dritten nach vorne gebracht werden. Schauen Sie, Franzi, werden Sie auch nicht schauen so oft dann, aber haben Sie sich mal die Nachmittagsprogramme angeschaut, die die Dritten haben? Da ist sehr viel Ähnliches und dann ist manches regional. Wir wollen die Regionalität, aber das Ähnliche kann auch in einem einheitlichen Programm sein. Und selbst der neue ARD-Vorsitzende hat ja schon mal die Überlegung vor seiner
Ernennung ins Spiel gebracht, dass man vielleicht auch bei den Dritten ein einheitliches Programm macht und dann von 16 bis 20 Uhr oder vielleicht bis 22 Uhr ein regionales, aufgesplittertes Programm. Auch sowas ist natürlich möglich, aber das kann rechtlich gesehen der Deutsche Bundestag nicht vorgeben. Die Diskussion müssen wir führen, wollen wir auch führen, aber da sind die Länder in der Pflicht, den Reformprozess nach vorne zu bringen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert sich ja auch über Werbung. Wir sprachen vorhin über Werbung bei den Privaten. Es gibt ja verschiedene Modelle bei den Öffentlich-rechtlichen. Ich möchte mit Ihnen kurz über dieses NDR-Modell sprechen. Das ist eine Regelung, die sagt, dass eine Welle einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nur Werbung senden darf und das für maximal 60 Minuten am Tag insgesamt. Wie sehen Sie denn solche Beschränkungsversuche oder Bestrebungen für die Werbung bei den Öffentlich-Rechtlichen? Wir würden da sogar noch weitergehen. Wir wollen mittelfristig die Werbung aus dem Öffentlich-Rechtlichen verbannen, weil wir sagen, der Rundfunkbeitrag ist der Beitrag für gemeinwohlorientiert, der Beitrag, den die Bürgerinnen und Bürger leisten wollen und können und sollten. Und die Werbung ist das Instrument, mit dem die privaten Sender sich finanzieren. Und wenn ich eben diesen Dualismus habe, Beitragsfinanzierung, Werbung finanziert, dann müsste ich ansonsten ja auch den Privaten vielleicht ein bisschen was vom Rundfunkbeitrag abgeben. Deswegen lieber die Werbung aus dem Öffentlichen raus und bei den Privaten verlassen. Dann haben die auch eine bessere Finanzierungsbasis. Also nicht nur die Beschränkung, die tatsächlich ja auch schon stattfindet, das ist gut, aber nur ein Zwischenschritt. Mittelfristig sollten wir beim öffentlichen Rundfunk auf Werbung verzichten. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, auch für öffentlich-rechtliche Werbung zu generieren. Es gab mal diesen Versuch über den Podcast vom WDR. Ich überlege gerade, Bratwurst und Baklava heißt der. Das wurde verbreitet über Drittplattformen und dann wurde da Werbung davor geschaltet. Also da wurde nochmal versucht, Geld zu verdienen. Wie sehen Sie sowas? Kritisch. Rundfunkbeiträge werden dafür verwandt für die Produktion, dann Zweitverwertungen, Drittverwertungen, Öffnung für andere, dann noch zusätzlich mit Geld generieren zu ergänzen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Die Privaten müssen alles, was sie an Informationen, an Produkten, an journalistischen Inhalten produzieren, immer über den Markt refinanzieren. Sie haben nicht die Möglichkeit, auf Beiträge staatlich eingezogen zurückzugreifen. Deswegen, der Teil sollte dem Privaten vorbehalten werden. Da braucht der öffentliche Rundfunk keine weiteren Finanzierungsquellen, sich zu erschließen. Ein Thema, das auch ganz heiß diskutiert wird und auch schon seit Jahren, ist die Frage des Verbreitungsweges für Radio. Da gibt es diese Technologie DAB+, die von vielen auch schon genutzt wird, und es gibt die Technologie UKW. Und grob gesagt, sehr vereinfacht jetzt von mir, mit UKW lässt sich prima Geld verdienen, mit DAB+ nicht. Und jetzt gibt es einige politische Bestrebungen, da mit Abschaltdaten zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass diese neue digitale Technologie DAB+, sondern ist die ja gar nicht, aber eine digitale Technologie vorangetrieben wird, ein bisschen mit sanfter Gewalt, sage ich mal. Wie sehen Sie das? Also beim Thema UKW haben wir uns in der Koalition, bei den Koalitionsverhandlungen sehr schnell darauf geeinigt, dass es eine Abschaltung nicht geben wird. Das hat auch sicherheitspolitische Gründe. Wir müssen im Katastrophenfall die Menschen erreichen. DAB+ kann ich nur über digitale Endgeräte die Menschen erreichen. Und wir haben im Ahrtal gesehen, wie schnell dann die Information aus ist, wenn der Strom erstmal zu Ende ist. Deswegen allein aus dem Bereich heraus wissen wir, dass wir UKW auch weiterhin brauchen. Und deswegen werden wir eine Abschaltung in dieser Bundesregierung nicht durchführen. Ich habe das Gefühl, dass in den Ländern mittlerweile auch die Diskussion ein bisschen anders läuft. Man realisiert, dass Empfängergeräte für DAB+, obwohl sie es seit langer Zeit gibt, doch nicht die Mehrheit am Markt sich erobert haben. Manchmal gibt es duale Möglichkeiten auch, aber beim Drittel der Endgeräte sind wir jetzt angekommen. Aber UKW-Abschaltung wird es nicht geben, wir brauchen es. Und wenn es die preisgünstige Alternative oder die preisgünstige Ausstrahlungsform für die privaten Radiosender ist, umso besser. Ich habe da Zahlen, also 90% der Haushalte in Deutschland sind über UKW erreichbar. Über DAB+ sind es etwa 25%, 24-25%, je nach Lesart. Das heißt, Sie treten dafür ein, dass es kein festgelegtes Datum für die Abschaltung von UKW gibt.
Darauf haben wir uns auch in der Koalition, im Koalitionsvertrag bereits vereinbart. Aber auch das ist ja zum Teil Ländersache, nicht wahr? Also gerade in Bayern nehme ich, wie soll ich das formulieren, Vibrations wahr, dass, naja, man schon gerne DAB Plus fördern möchte und sich überlegt, wie kann man das hinkriegen, wie kann man das mit sanftem Massieren hinbekommen. Das ist ja zum Teil, da mischen ja Bundesländer mit. Das ist ja nicht nur eine Aufgabe der Bundesregierung. Ja, aber wenn die Bundesregierung aus sicherheitsrelevanten Argumenten sagt, wir brauchen das UKW-System, die Sendemöglichkeit flächendeckend weiterhin, um im Katastrophenfall die Bevölkerung zu erreichen, dann kann das Land Bayern nicht diese Infrastruktur abbauen. Also die Möglichkeit hat das Land Bayern dann nicht, auch wenn vielleicht Markus Söder glaubt, Laptop und Lederhose, nur weil digital davor steht, ist es die ideale Verbreitungsform für die Zukunft. Also da denkt er dann etwas zu kurz. Wir kommen langsam zum Ende, Herr Hacker, mit unserem Interview, das sehr viel Spaß macht übrigens. Vielen Dank dafür bis hierher. Ich würde gerne so eine Art Schnellfragerunde mit Ihnen machen. Oh je. Ich habe so, Sie kennen das Spiel vielleicht. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen den, wenn Sie möchten. Haben Sie Lust? Sie wissen, dass ich aus Franken komme. Da sind wir nicht ganz so spritzig in den Antworten und in der Schnelle der Wortfindung. Wir müssen da manchmal ein bisschen nachdenken. Man möge gut, mir das nachsehen. Das sei Ihnen gewährt, die Nachdenkzeit. Aber ich glaube, auch Franken können dazulernen. Ja, der erste Satz ist, glaube ich, der ist zu machen. Der erste Satz ist, dass Werbeverbote Nachteile bringen. Sollte auch Cem Özdemir verstehen. Dass es in Zukunft noch lange lineare Live-Radio-Programme geben wird. Wollen wir mit aller Kraft unterstützen. Damit es in Zukunft eine vergleichbare Vielfalt und eine vergleichbare Qualität bei privaten Audioangeboten gibt, muss Folgendes getan werden. Da verweigere ich die Ankunft, weil ich das mit einem Satz nicht hinbekomme. Sehr gut, vielen Dank. Nein, aber okay, na, es geht doch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich inhaltlich auf Folgendes konzentrieren. Information, Kultur, Bildung. Haben Sie, vielen Dank. Danke gerne. Für dieses Spiel. Ich würde ganz zum Schluss noch ganz gerne von Ihnen erfahren, angenommen, Sie können sich ein Privatradio Ihrer Wahl aussuchen, egal in welchem Bundesland, in welcher Stadt. Sie würden für eine Stunde Programmchef sein, spielen können, bei einem Privatradio Ihrer Wahl. Und Sie könnten diese Stunde so gestalten, wie auch immer Sie das möchten. Welche Inhalte, also worüber würden Sie da reden? Mit wem? Wie würden Sie das füllen? Jetzt wird es ja immer komplizierter mit Ihren Fragen. Mit wem würde ich reden? Also ich muss ja natürlich auch viel Musik mit reinbringen. Ne? Ich darf nicht nur reden. Oder wollen Sie nur ein Gesprächswart? Ja, dann fangen wir bei der Musik an. Was würden Sie denn für Musik spielen? Naja, ich komme aus Bayreuth, da würde ich Ihnen jetzt die Götterdämmerung vorspielen. Da brauche ich auch kein Programm mehr dazu machen, weil dann schafft man das in der Stunde gar nicht. Da brauche ich nur 4 Stunden. Naja, das ist so billig. Lassen Sie nicht davonkommen jetzt. aus meiner Kindheit und aus der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viel ABBA gehört. Ist ja immer noch aktuell, da kann man auch das eine oder andere schon mit einspielen, aber es gibt natürlich auch sehr viel anderes. Und bei der Information geht es mir vor allem darum. Sie sind Programmchef, Sie müssen sich festlegen. Alle achten darauf, was Sie sagen. Also wir spielen ABBA. Okay, wir spielen ABBA, Chef. Aber ja, Dancing Queen oder Chiquitita oder was soll es sein? Nein, Super Trooper oder sowas. Super Trooper. Da schon. Okay. Also damit fangen wir an. Aber es geht ja auch um die Information und da müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Zukunft gestalten, wie wir den Menschen vermitteln, dass eine gewisse Unsicherheit im Leben auch Chancen eröffnet, dass wir nicht in einem Land leben müssen, bei dem der Staat alles regelt und reguliert und vorgibt, von der Wiege bis zur Bahre über Formulare alles regelt, sondern dass man selber das Leben in die Hand nehmen muss, dass man die Freiräume braucht, das Leben selber zu gestalten und dass man bei all dem, was an technischen Änderungen kommt, nicht immer nur das Negative sieht, sondern auch mal Chancen drin erkennt. Das Leben vor uns ist ein spannendes, es ist vielleicht spannender, als es die letzten 20 Jahre war, auch unsicherer, weil es unsicherer ist und das muss man gestalten und das muss man den Menschen vermitteln, auch im privaten Radio. Das sagt Thomas Hacker. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Wann machen wir das nächste Mal? Mal sehen. Also bei welchem Sender würden Sie denn gerne senden? Die Antwort sind Sie mir noch schuldig. Naja, das geht ja nur bei denen, die ich kenne, die ich
persönlich erlebe, und es ist in Bayern überregional die Antenne Bayern, und es ist bei mir vor der Haustür, haben wir Radio Mainwelle, also bei den beiden machen wir ein Mischprogramm. Gut, schalten Sie ein, bleiben Sie dran, demnächst bei der Radio Mainwelle 104.3 oder Antenne Bayern, Thomas Hacker mit seiner Sonderstunde. Alles klar, haben Sie vielen Dank. Tschüss. Danke für den Spaß. Tschüss.